Weißt du alles zu Grün Donnerstag? Oder sind die Frankfurter besser in diesem Quiz? Was macht man traditionell am Grün Donnerstag? A. Grüne Soße essen. B. Das letzte Abendmahl Jesu feiern. Oder C. Einen Gedenktag für den Umweltschutz begehen. Also gar keine Ahnung. Ja, ich sag auch C. C? Also einen Gedenktag für den Umweltschutz? Grüne Soße gegessen. Oder Spinat, oder nicht? Ich glaube, das letzte Abendmahl feiern. Letzte Abendmahl? Ganz sicher? Ja. Der Gründonnerstag hat seinen Ursprung im letzten Abendmahl Jesu. Und das feiert die Kirche auch an diesem Tag. Auf was verzichtet die Kirche von Gründonnerstag bis Ostern? A. Auf die Glocken, B. Auf die Predigt oder C. Auf den Gesang? Ist nicht Beginn der Fastenzeit? Nee, der Beginn der Fastenzeit ist Aschermittwoch. Ah, das weiß ich nicht. Jetzt muss ich raten. Ich glaube auf die Predigt. Auch B. Auf die Glocken? Also auf Glocken dann. Wissen Sie denn auch, woher das kommt? Ja, das soll die Feiertagsruhe bzw. die Grabesruhe nicht stören. So wie auf die Orgel verzichtet die Kirche ab Gründonnerstag auch auf die Glocken. Eine Volksweisheit besagt, die Glocken würden in dieser Zeit nach Rom fliegen und den Segen des Papstes mitbringen. Welches Körperteil wird nur an Gründonnerstag vom Priester in der Kirche gewaschen? A. Der Kopf, B. Die Hände oder C. Die Füße? Die Hände. Ich glaube, die Kopf, oder? Das weiß ich nicht. Also ich würde einfach spontan sagen, die Füße bzw. der Kopf. Matthias, kannst du mir helfen? Ich tippe auf die Füße. Die Füße, ja. Meine Füße haben die noch nie gewaschen, aber die wären auch nicht zum Waschen da gewesen. Die habe ich schon selbst gewaschen, ja. Einzigartig und nur am Gründonnerstag ist die Fußwaschung. Jesus hat beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen. Nach diesem Vorbild wäscht auch der Priester einigen Gemeindemitgliedern am Gründonnerstag die Füße. Und, hättest du es gewusst? Die Frankfurter waren gar nicht so schlecht.